Hallo und herzlich willkommen ans Kollektiv der Fische und all diejenigen, die Fische im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia, ich darf für dich jetzt die Karten ziehen und zwar zum Thema allgemeiner Monat September. So, und da schauen wir uns das Ganze an mit dem Lenormand. Aber was ich hier vorbereitet habe, ist die Diamantlegung. Das bedeutet, wir gehen in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wir gehen in deine Gedanken, wir gehen in die Herzebene. Und dann ziehen wir noch ein paar Orakelkarten dazu und dann gehen wir in die Tiefe mit dem Tarot. Was fällt denn hier raus? Das Kreuz, okay. Kreuz würde jetzt sagen, dass es hier ein paar Belastungen gibt oder du dich vielleicht auch durch eine karmische Lernaufgabe durcharbeitest. Lass uns mal schauen, ob das Kreuz gleich wiederkommt. Okay, das Thema könnte hier sein Abgrenzung, Trennung, Rückzug. Schutz, der Turm ist immer auch ein Schutzsymbol, ein Schutzort. Was kommt denn hier? Könnte finanzielle Aspekte, könnten hier was ebenfalls damit zu tun haben oder die Gefühle sich emotional abgrenzen. So, jetzt wollen wir aber in die Kartenlegung reingehen und keine Karten rausgesprungen sehen. Vielen Dank für die Botschaften für das Kollektiv der Fische. Ja, ich bekomme gerade noch rein, nee, Fisch muss sich abgrenzen. Fisch muss sich lernen abzugrenzen und nicht immer so im Meer schwimmen, wo wir alle eins sind. Okay, dann lass uns mal schauen. Das sieht aber gut aus hier. Ja, da haben wir es schon wieder. Ja. Also, ich kann dir sagen, Hoffnung ist da. Wir sehen hier wirklich, dass was auch immer, wo auch immer du gerade durchgehst, was auch immer dir Stress bereitet, das entwickelt sich für dich sehr, sehr positiv. Das Erste, was wir hier sehen, ist also die Vögel. Und die Vögel sind der Mittelpunkt der Legung generell, aber auch des Monats. Das heißt, mit den Vögeln haben wir tatsächlich Nervosität und Stress hier. Wenn ich mir das mal so anschaue, dann sehe ich darüber deine Gedanken. Du hast Verlust, Ängste, du hast Kummer und Sorgen, Nervosität und Stress. Und emotional lastet da ganz schön was auf dir, vielleicht aufgrund dessen, dass hier was im Stillstand ist oder beendet werden soll oder beendet wurde. Also wir sehen, die Energie für den September ist noch ein bisschen herausfordernd tatsächlich für euch Fischlein. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch gerade tatsächlich das Kreuz gezogen, das Kreuz, den Turm und dann eben noch die Fische. Wir sind hier in der Fischelegung, von daher, du darfst lernen, dich zu schützen und dich abzugrenzen. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen weiter an. Wir gehen ins Vergangenheitsdreieck, das sind diese drei Karten. In der Vergangenheit gab es hier mit dem Klee eine glückliche Chance, eine ganz gute Gelegenheit. Der Klee ist für mich auch immer eine Karte, wo die geistige Welt sagt, hier, da hast du jetzt Synchronizitäten, das ist vorherbestimmt oder du hast hier wirklich eine Portion Glück. Aber ich glaube daran ganz stark, dass Zufälle, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass Zufälle etwas sind, was dir zufällt von der geistigen Welt. Sprich, die geistige Welt sagt, hier, das ist jetzt für dich. Das haben wir dir da auf den Weg gelegt. Also wir haben mit dem Klee für mich persönlich auch immer so eine, auch immer so eine schicksalhafte Energie im Sinne von, ja, da hat das Schicksal die Fäden mit in der Hand gehabt und dir eine schöne Chance hier gegeben. Wir sehen, dass es sein kann, dass es hier um die Abgrenzung der Familie geht. Ne? Gehen wir als Erstes auf den Turm, Abgrenzung. Und dann hier Familie, das könnte eine Sache für dich sein. Beide Karten sind aber tatsächlich Schutzkarten. Also auch zu Hause fühlt man sich sicher und geborgen. Dann der Turm, man zieht sich zurück, man ist sicher im Turm. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das eine starke Relevanz für dich hat. Vielleicht irgendeine Chance in der Vergangenheit. Irgendwas, wo ich aber auch das Gefühl habe, insbesondere mit dieser Situation hier, du hast dich eigentlich erstmal hier ganz sicher gefühlt in einer Angelegenheit. Das war alles erstmal ganz schön, hier der Klee, eine schöne Chance, eine schöne Möglichkeit, man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich sicher und geborgen. Aber dann gab es auch diese Trennung, vielleicht für den einen oder anderen von euch eine Trennung, durch die du dich gerade durcharbeitest. Ob das jetzt eine Abgrenzung von der Familie ist oder von einem Partner ist. Ich sehe es tendenziell hier eher als etwas im Privatbereich an.
Aktuell kommt nicht so die Energie von Beruf hier durch, aber ja, auch ganz offizielle Sachen, ne? Ganz offizielle Sachen, die geregelt werden wollen, gerichtliche Sachen, irgendwelche Ämter, Behördengänge bezüglich der Familie, bezüglich der Wohnung, bezüglich des Hauses. Aber wir sehen ebenfalls, dass hier, wie gesagt, eine ganz wichtige Chance dir gegeben wurde in der Vergangenheit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das dient. Vielleicht gab es, okay, vielleicht gab es eine Angelegenheit, wo du ganz offiziell Dinge klären musstest. Mit einem hier Turm, offiziellen, wie sagt man, offiziellen Firmen, Büros, all das, wo wir die ganze Bürokratie haben, ist der Turm. Und vielleicht musste was geklärt werden für die Familie oder für dein Zuhause. Aber gleichzeitig wurde dir in der Vergangenheit auch dann diese Chance gegeben, weil es hier im Prinzip darum geht, dass du dich zu Hause fühlst, dass du dich sicher fühlst, dass du dich geborgen fühlst. Auch wie gesagt, das Thema Abgrenzung nehme ich hier definitiv wahr, aber es dient irgendwie deinem Schutz. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. So, gucken wir mal, worüber du nachdenkst. Ja, da sind noch ein paar, sagte ich ja vorhin schon, ne, Kummer und Sorgen. Wir haben hier, kannst du das überhaupt sehen? Ja, gerade so, ne? So. Kummer und Sorgen. Es geht um irgendeine Art Neuanfang für dich in deinem Leben. Vielleicht geht es für dich um das Thema Kinder oder deine Kindheit. Gehen wir mal in die verschiedenen Aspekte rein. Wenn es um deine Kindheit geht, könnte es sein, dass dir jetzt bewusst wird, dass eine Abgrenzung in der Vergangenheit zu Verlustängsten geführt hat und du dich deswegen nicht ganz sicher und stabil fühlst, grundsätzlich in dir. Wenn es hier um Kinder geht, so könnten hier auch Kummer und Sorgen sein aufgrund von eines oder mehreren Kindern, aufgrund dessen, dass wir hier irgendwie was Offizielles, was Gerichtliches vielleicht haben. Auch das wäre eine Möglichkeit. Mit der Kombination dort oben. Wenn es nicht um die Kindheit geht, wenn es nicht um die Kinder geht, dann geht es hier um einen Neuanfang. Aber gefühlt dieser Neuanfang, schau mal, was geht dem denn voraus? Eine Abgrenzung, eine Schutzhaltung, sich zurückziehen, vielleicht das Thema Trennung, das Thema, ich gerade in dieser Kombination, das Thema, der Turm kann für eine Trennung stehen. Dann haben wir hier den Verlust und der führt hier in einen Neuanfang. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass deine Gedanken sich um diese Thematiken drehen. Das Zurückziehen oder die Trennung bereitet dir aber gefühlt hier auch Kummer und Sorgen. Ich habe das Gefühl, weil du eigentlich sehr sensibel bist. Klar, du bist Fisch. Aber ich habe das Gefühl, du machst es nicht gerne. Es ist aber wichtig für dich, dass du das machst, um hier in diesen Neuanfang zu kommen. Und schau mal, was hier kommt. Wir sind noch nicht angekommen hier, ne? Aber guck mal, was da kommt. Da kannst du dich wirklich drauf freuen. Gucken wir uns das doch mal hier an. Die Thematiken wieder Familie oder Zuhause, hier ist was im Stillstand oder endet etwas. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, du musst damit in den Frieden kommen mit dieser Angelegenheit. Wir haben die Lilien auch als Vaterfigur, also die Lilien können auch, genau wie die Schlange eine Mutter sein kann, kann die Lilien hier ein Vater sein. Wir haben hier den König drauf, was letzten Endes der König der Schwerter tatsächlich ist, vielleicht eine strenge Vaterfigur hier, könnte hier ebenfalls eine Rolle spielen, ne? Dass wir hier etwas haben, wo der Vater irgendwie dran mit beteiligt ist. Wenn es nicht die Familie ist, dann würde ich sagen, wie gesagt, eine Wohnung, ein Haus, was hier endet, was aber letzten Endes auch wieder dazu führt, dass du wieder mehr in der Harmonie, mehr im Frieden bist. Es kann sein, ich sagte vorhin Nervosität und Stress mit den Vögeln. Es kann sein, dass es einfach sehr hektisch zugeht für dich im September. Aber du hast ein bisschen Kummer und Sorgen, es ist alles sehr hektisch, weil hier irgendwas beendet wird. Vielleicht, wie gesagt, die Wohnung, das Haus oder irgendwas Familiäres. Wie du dich fühlst mit diesen Karten in deiner Gefühlsebene. Hier gibt es irgendwas, was dir, wo du traurig bist, irgendwas Schweres in deinen Emotionen, was zu tun haben kann natürlich mit dem Kummer und den Sorgen, worüber du nachdenkst. Gleichzeitig gibt es hier aber auch Frieden. Also wir haben diese drei Stichworte hier für dich emotional, was die Hauptemotionen sind. Traurigkeit, Bedrücktheit, sind zwei Worte jetzt schon, hier aber innerer Frieden und Harmonie und hier sich zu Hause fühlen, sich sicher fühlen, sich geborgen fühlen. Das sind Thematiken, die bei dir aufkommen werden jetzt im September.
Aber gefühlt auch geht alles. Ich möchte quasi einmal gerade so machen und sagen, ja, das muss nur einmal hier aufgeräumt werden und dann kommen wir hier hin. Und dann kommen wir nämlich in den Neuanfang, in das Glück, in die Harmonie. Aber das Ganze läuft über ein Ende, über irgendwas, das transformiert werden möchte. Vielleicht auf emotionaler Ebene, eine Transformation auf emotionaler Ebene, ausgelöst durch eine Situation im Außen, wo du dich vielleicht auch mit ein paar Themen im Innen beschäftigst und sagst, okay, da muss ich jetzt mal reinschauen, da muss ich jetzt mal gucken. Wir sehen dann ebenfalls hier Neuanfang, Glück, Erfolg, Sorglosigkeit, Harmonie, Frieden, neuer Frieden hier, ne? Also das, wo du dich reinbewegst, ist viel besser als das, wo du dich quasi gerade durcharbeitest. Und sich auf die beste Karte des ganzen Decks zuzubewegen. Deswegen sagte ich direkt am Anfang, hey, wo auch immer du dich gerade durcharbeitest, hab keine Sorgen, das wird schon, denn du ja auf gerader Linie hier zum Glück im Prinzip, ne? Nicht auf gerader Linie, weil es hier holprig zwischendurch ist, aber sagen wir mal so, das lohnt sich, es wird sich lohnen. Und so könnte man sagen, dass die Chance, die dir in der Vergangenheit gegeben wurde, jetzt dazu führt, dass du vielleicht, dass dein Leben aktuell im September ein bisschen hektisch, ein bisschen stressig ist, ein bisschen chaotisch. Kommunikation kann hier ebenfalls etwas sein, wo viele Leute viel reden, Klatsch und Tratsch, aber letzten Endes führt es in dein Glück, in deinen Erfolg. Think it through. Ja, es gibt irgendwas, wo du noch mal drüber nachdenken solltest oder was du gut durchdenken solltest hier. Der Neumond in den Zwillingen haben wir hier. Vielleicht hast du es mit einem Zwilling zu tun oder hast selber Aspekte in den Zwillingen. Aber was mir der Neumond sagt, ist auch, dass hier ein Neuanfang kommt. Ne? Neuanfang mit den Zwillingen. Es geht um die Gedanken. Es könnte ein Shift sein, eine Veränderung in deinem Denken, die hier vielleicht stattfindet auch, ne? Aber irgendein Neuanfang, nicht nur durch das Kind jetzt, sondern auch durch den Neumond, den wir hier haben. Eine neue Phase kündigt sich also mit dem Neumond an. Und da ist es wichtig, dass du über irgendwas gut nachdenkst. So, dann gehen wir einmal weiter hier. Und zwar schauen wir mal, welches Krafttier dich begleitet. Welches Krafttier begleitet die Fische? Da haben wir den Kojoten. Und der Kojote sagt, vertraue göttlichen Umwegen. Und das ist das, was ich wisse, hast du gerade gesehen. Erinnerst du dich? Habe ich einmal so gemacht und dann, zack, geht's hier hin. Das war quasi dieser Umweg. Das ist so, ja, da müssen wir noch einmal kurz ran. Das ist so einmal noch kurz das Ausgraben und dann geht's hier hin. Ja, vertraue göttlichen Umwegen. Sehr, sehr schöne Karte hier. Die Kartennummer ist 31. Vielleicht sagt die Zahl 31 dir etwas. Runter reduziert ist das die 4. Auch vielleicht sagt die 4 dir etwas. Die 4 wäre oder ist im Tarot der Herrscher. Und ich komme wieder zu dem, wie ich in die Legung reingegangen bin. Du musst lernen, dich abzugrenzen. Regeln und Strukturen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle jetzt. Und gerade der Herrscher sagt, nimm deine Macht ein, nimm deinen Thron ein und lerne dich abzugrenzen. Lerne bei dir zu bleiben, lerne in deiner Kraft zu bleiben hier. In diesem Sinne bereite ich schon mal hier vor. Ihr kennt das Spielchen. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir es nämlich ganz klar separiert. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal mit dem Tarot an. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal hier für Teil 1. Und folge mir gerne jetzt zu Vimeo oder Patreon in deine Erweiterung, wo wir uns das Ganze nochmal im Detail anschauen mit dem Tarot und wo wir auch nochmal einen Tipp für dich ziehen. Und ja, auf Patreon kannst du dir dann immer oder du kannst ja auf Patreon die Mitgliedschaft holen und dort kannst du dann dir immer alle Legungen freischalten lassen direkt oder die sind direkt freigeschaltet und auf Vimeo kannst du dir das Einzelvideo holen. In dem Sinne, ich starte jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich dann gleich wiederzusehen. Also bis gleich.